Hallo zusammen, ihr kennt jetzt ein bisschen den Backdrop. Wir sind zurück am Ursprung, zurück im Kasper, mal wieder zu Luzern. Wir reden heute über den Frauenfußball und im Schweizer Frauenfußball hat es diese Woche zwei Sachen gegeben. Ein Nachholspiel zwischen FC Basel und GC. Jetzt kann ich euch jetzt schon sagen, 2-2 für Basel. Solov und Tiara Buser schießen das Goal für Basel. Bei GC weiss ich gerade nicht, wer das Goal geschossen hat. Das besiegelt das Schicksal von GC, das halt mit 8 Punkten zusammen mit IB und Servette auf dem 5. bis 9. bis 7. Rang ist. Yverdon hat ein Spiel weniger und ist mit 5 Punkten auf dem letzten Rang. Das heisst, sie könnten mit einem Sieg gegen Zürich, was man ja träumen und erhoffen kann, sogar auch aufschließen zu diesen 4 Teams. Basel hat sich ein bisschen abgesetzt, ist jetzt mit 10 Punkten. Hinter dem FC Luzern, aber weit hinter. Ihre 10 Punkte sind nicht gegen die 16 Punkte vom FC Luzern und 21 vom FC Lugano. Also ich denke, das wird etwa die Rangliste sein, die wir im Winter sehen. Grosse Ereignis, aber im Schweizer-Fußball ist der WM-Final Holland gegen Schweiz. Also Barrage-Final, nicht WM-Final. So weit sind wir leider nicht. Nein, leider nicht. Wir haben manchmal schon darüber geredet, aber jetzt können wir auch über den Match reden. Alia, hoi, wie geht's dir? Hoi André, mir geht's gut, danke. Was meinst du, haben wir Werbung für den Schweizer Frauenfußball machen können? Schwierig zu sagen. Leider glaube ich eher nicht. Also es ist... Gut, es war auch ein Vergleich, wo man nicht auf gleicher, wo man nicht auf Augenhöhe war. Und ich sage nicht, dass die Schweizerinnen schlechten Fußball gezeigt haben oder allgemein eine schlechte Leistung. Wir haben einfach gesehen, dass sie in dem Spiel klar unterlegen waren, eigentlich von Anfang von dem Spiel bis zum Schluss. Das hat eigentlich nur schon mit der Körpersprache und so hat man das eigentlich schon gesehen. Wie man auftreten ist, natürlich hat Holland mehr Selbstvertrauen mit dabei gehabt. Sie sind das Jahr auch Europameister geworden. Letztes Jahr. Die Zeit vergeht extrem schnell, gell? Es ist schon bald 2019. Genau. Ich habe noch gedacht, wir spielen jetzt um die WM 2019 da oben. Ja. Es ist schon November. Ja, reden wir gerade über den Match. Die Schweiz verliert 3-0. Das Herzresultat, aber wenn es 15-0 oder 16-0 gewesen wäre, hätten wir uns nicht gross beschweren können. Wie wir vorhin noch miteinander geredet haben, 8-0 Torschüsse in der ersten Halbzeit. Das sind harte Zahlen, aber reelle Zahlen. So hat es ausgesehen. Du hast angesprochen, die Schweiz war nicht ganz auf Augenhöhe mit Holland. Nicht nur was Körpergröße anbelangt, sondern auch was Athletik anbelangt und was vielleicht auch Qualität anspricht. Die Schweiz spielt in einem 4-2-3-1. Ein Spielsystem, das ihnen nicht so bekannt ist eigentlich. Wo aber gar nicht so blöd ist in so einem Fall. Insbesondere wegen dem 4-3-3 von Holland. Mit den 3 Mittelfeldstützen. Und Holland spielt eigentlich ohne Sechser. Sie spielen das invertierte Dreieck Doppel 8 und 10. Und dementsprechend hast du nachher recht viele Spielerinnen, die im Mittelfeld versuchen, den Unterschied zu machen. Und dann brauchst du die Abdeckung auch dadurch, dass Malin gut mitgespielt hat und Lara Dickmann nicht rum war. Hat das Sinn gemacht, personell mit der Lia Welti und der Vanessa Bernauer in der Doppel-6. Dann eine Dreierlinie vor diesen zwei. Mit Taika Bogun über rechts, Alicia Lehmann über links. Rahel Chop in ihrem Debüt in der Mitte und Geraldine Reutler vorne. Die Abwehr rechts aussen, wie wir es können. Dann Maria Znogorcevic links aussen. Noel Maritz in der Innenverteidigung Luana Bühler und Rahel Kivic. Ich bin ziemlich sicher, dass Luana Bühler nur gespielt hat, weil Malin Gut sich verletzt hat. Im Goal ist Gerald Hallmann und eben. Eigentlich ein Gerücht, das stabil tönt. Sehr, sehr abgeklärt eigentlich in der ersten Halbzeit. Immer die Rückwärtsbewegung im 4-4-1-1. Ist nicht mal so schlecht gewesen. Geraldine und Rahel verstehen sich sehr gut. Und dadurch ist das 4-4-1-1 sogar auch wirklich gut gewesen für
Umschaltmoment, wenn du den Ball dann wieder erobert hast. Das Problem ist, das ist fast nie vorkommen. Wir haben den Ball selten wieder erobert. Und ja, das Spiel hat so wie drei Geschichten. Die ersten 20 Minuten, die die Schweiz gut mal mithaben. Unsicherheiten, wie immer, von hinten raus. Gael Talmann hat sich sehr viel Zeit genommen, zum Ball abzuschlagen. Aber jedes Mal, obwohl es sich Zeit genommen hat, sind die Gleichabschläge schlecht gewesen. Ja, ich meine, das ist eigentlich ein Problem, das wir in der Vergangenheit auch schon immer wieder mal gesehen haben. Gael Talmann finde ich persönlich auf der Linie reflexstark, absolut. Sie ist nicht die Größte, macht das aber, finde ich, oft wett. Mit einer guten Sprungkraft, mit dem, ja, ich finde auch, das Antizipieren und so, das kann sie. Aber was sicher nicht ihre grösste Stärke ist, sind eben gerade die weiten Bälle, der Ball am Fuß, Spielauslösung eigentlich von hinten raus. Dort sieht man immer wieder, dass dort zum Teil auch Schnitzer drin sind und dass man so eigentlich den Ball wieder herschenkt. Ja. Und das hat man jetzt auch in dem Match gesehen. Natürlich sicher eine höhere Anspannung in dem Match gewesen, wie sonst in einer Quali. Weil es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Man ist sicher mit dem Rücken zu der Wand gewesen. Man wusste, man muss heute liefern. Und in so einer Situation war die Schweiz schon lange nicht mehr gewesen. Ja, der EM, natürlich hat man so Spiele gehabt, aber... Der Frankreich das letzte Mal. Genau. Und jetzt doch aber auch schon wieder fast eineinhalb Jahre her nicht mehr. Und darum, ja, hat jetzt sicher auch eine Portion Nervosität und Anspannung mitgewirkt. Aber ja, du hast angesprochen, die Spielauslösung von hinten raus. Da passieren sehr viele Eigenfehler. Man verliert so oft den Ball, man läuft so in Konter rein. Und genau das ist ja das, was wir letzte Woche besprochen haben. Das solltest du unbedingt vermeiden gegen so eine schnelle Mannschaft wie Holland ist, auch gerade im Offensivbereich. Und ja, das ist der Schweizerin immer wieder zum Verhängnis geworden. Das haben wir auch gut gemerkt. Ich muss da zwei Sachen anfügen bei der Gael Talmann. Das ist weder wie alles, was wir sagen, nicht persönlich, sondern es geht um den Fußball. Ich habe immer Goalie gespielt, egal in welcher Sportart. Ich habe aber nie grosse Ambitionen gehabt. Das ist ja so, weißt du? Aber sogar ich auf dem höchsten Level, was ich gespielt habe, ist Credit Suisse gehabt für Kanti und nachher Mittelschulmeisterschaften. Und ich habe einfach gewusst, ich kann nicht abstoßen, das habe ich nicht können. Jetzt kann es etwas besser, aber bringt mir nichts. Ich habe einfach einen Verteidiger zu mir geholt. Ganz ehrlich, das muss auch ich sehen, irgendwann. Und ich meine, ein Profi-Goalie muss halt irgendwo seine Lücken sehen. Und es ist ja viel besser, dass du einen Spieler opferst in dem Moment, im Abschlussmoment, wo dann für dich abstoßen, als dass du dann den Ball verlierst. Ja. Also, das wäre mir lieber gewesen. Ja. Ganz ehrlich. Und das hat mich ein bisschen gestört, oder? Und du hast gesehen, sie war nervös gewesen. Das kann ich verstehen. Aber da gibt doch die Verantwortung ab. Das macht ja nichts. Ja. Nein, es bricht einem keinen Zacken aus der Krone. Das ist definitiv so. Gut. Ich bin auch gespannt, ob das nur wir so gesehen oder ob das dem Staff von der Schweizer Frauennationalmannschaft auch bewusst ist. Es ist schwer, ja, es ist eigentlich grundsätzlich schwer zu übersehen, dass dort sicher die grösste Schwäche, sage ich jetzt mal, von der Gael Talmann liegt. Und allenfalls, eben, wenn man das vielleicht aus, ja, von sich selber aus nicht möchte, dass das allenfalls eine Option ist, die der Staff delegiert, dass man sagt, okay, wir wollen keine unnötigen Ballverluste riskieren, wenn wir schon im Ballbesitz sind, bei Abstoß oder so. Und wir lösen das so. Genau, das wäre eine gute Lösung. Vor allem, weil es sich angeboten hat, in diesem Match mal ab und zu einen Ball über die Mittellinie zu schlagen. Weil man hat schnell gemerkt, die Schweiz kommt nicht über die Mittellinie mit dem Ball. Die Spielauslösung zu dritt macht eigentlich Sinn. Die Lia-Weltigkeit in der Mitte zwischen Rahel Kivic und Luana Bühler. Oft auch komischerweise in defensiven Situationen, wo die lange Ball kamen. Rahel Kivic steigt zur 16. Position, die Lia-Welti kommt so. Das ist natürlich eher Kopfballstärke zu verdanken, oder Rahel Kivic. Aber vieles hin und her, was vielleicht fast zu viel Energie kostet für so einen Moment. Und dann hat die Schweiz wirklich keinen einzigen Zweikampf in diesem Moment. Oder? Die meisten Zweikämpfe sind an Holland gegangen. Und die Spielauslösung auch, die Lia Welti, hat wenig Anspielstationen gehabt.
Das war meistens nur Vanessa Bernard, die war aber gut zugedeckt. Rahel Kivic und Luana Bühler haben, wenn angespielt, sehr fest Mühe gehabt mit dem Ball. Und du bist schnell mal in einer Frustsituation als Spielerin. Was machst du? Wem gibst du den Ball? Woher gehst du mit dem Ball? Der Holland hat sehr gut zugedeckt. Ich meine, es hat konstant ausgesehen, als hat Holland ein, zwei Spielerinnen mehr auf dem Feld. Ja, das ist etwas, was extrem aufgefallen ist. Und zwar eigentlich über den ganzen Match aus. Es hat irgendwie keinen Moment gegeben, wo man wirklich. Also, es ist so ein Spiel gewesen, wie wenn man ein Spiel schauen wollte, wo eine rote Karte gefallen ist und wo eine Mannschaft dezimiert worden ist. Weil die Schweizerinnen, wie du vorhin angesprochen hast, es hat extrem wenig Anspielstationen gegeben. Ist sicher auf der einen Seite dran gelegen, weil man vielleicht noch mehr hat müssen Bewegung ins Spiel bringen musste. Was natürlich sehr anstrengend ist, wenn man praktisch ausschließlich mit Defensivarbeit betraut ist, das ganze Spiel, ist es natürlich sehr kraftaufwendig. Es geht in die Physis hinein und dann so in diesen Umschaltmomenten eben die nötige Power doch noch zu haben, um dann wieder Räume zu schaffen, ist schwer. Aber man hätte eigentlich sich darauf einstellen können, dass es wahrscheinlich so wird sein. Da fehlt sicher zum einen Teil ja, ein gewisser Grundsatz an Bewegung, wo muss vorhanden sein, damit man Anspielmöglichkeiten bieten kann, wenn man möchte, hinten raus spielen und nicht über lange Bälle gehen. Und zweitens aber auch, hat das Holland sehr clever gemacht. Und ja, wieso jetzt, dass der Eindruck entstanden ist, dass sie konstant eine mehr gewesen sind, aber dass es dann schlussendlich ganz genau gelegen ist, kann ich jetzt nicht wirklich, also da bin ich nicht ganz schlüssig geworden. Aber sie sicher, weil sie physisch besser zu weg sind. Und weil auch einfach sehr viel Bewegung im Spiel war. Sie haben schneller Fußball gespielt, sie haben ganz geradlinig auch gespielt, ohne große Schnörkel. Es ist so. Ja, und wenn du den Ball schnell laufen lässt, das ist etwas, das lernst du immer wieder. Schon ein bisschen auf den Ball ist schneller. Ohne die. Genau. Und das, wenn du den Ball hast und weiterspielst und zirkulieren lässt, dann machst du den Gegner müde, weil sie müssen rennen und die ohne Ball gegen den Ball arbeiten. Und du selber musst eigentlich nicht ganz so viel investieren, um die Räume zu machen. Ja, es ist genau so. Die Räume sind nicht oben. Es hat ein riesiges Loch gehabt zwischen der Doppel-6 und dem Rest des Teams. Rahel Job hat ihr das Beste gegeben, das schließen, das Loch. Ist sehr oft gekommen. Geraldine Reutler ist dann immer mehr runtergekommen. Und irgendwie ist es in den ersten 20 Minuten kalt in die Schweiz. Längere Bälle, gewisse Spielauslösungen bringen. Viel Karambolage, viel Hickhack, weil die Schweizerinnen haben selten lange den Ball am Fuß gehabt. Ich hätte gerne einen Chronometer gesehen, um zu sehen, wie lange die Schweiz im Schnitt den Ball am Fuß gehabt hat. Ich denke, mehr als eine Minute wäre das nicht gewesen. Was natürlich, wie wir wissen, dass im Fußball nicht optimal ist. Und dann hast du ab der 20. Minute Geraldine Reutler auf dem Flügel und Alicia Lehmann in der Sturmspitze. Ich weiß nicht, ob das ein organischer Wechsel war oder eine Anweisung von der Trainerin. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Geraldine Reutler ist erstens mal Mittelstürmerin, das ist ihre Position. Sie steht dann umeinander besser. Und dann, in so einem Match ist sie im Flügel falsch. Weil sowohl die Außenverteidigerin als auch Van der Sanden sind viel schneller als sie. Viel körperlich betonter als sie. Und dann hat sie hat sich abgerackert, aber auch keinen guten Match verwünscht. Und es ist unfair, weil sie sieht dann schlecht aus zum Teil, aber sie hat eigentlich sehr viel gemacht. Und sehr viel gemacht, weil ich nicht ihre Aufgabe ist, die nicht sie kann. Und dann, ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt, so zum verstehen, warum das entstanden ist. Und dann hast du bis zur Pause kann sich die Schweiz retten. Nach der Pause spielt nur Holland. Freistoß, ja, ein bisschen dumm. Muss kein Foul sein, aber Rahel Job geht doppeln. Muss drin, weil Lia Welt jetzt den Zweikampf verloren. Die Spielerin geht auch recht schnell. Und dann gibt es einen Freistoß, ich weiß nicht. Goalie-Ecke ist es gesehen. Muss der Goalie haben, ich weiß es nicht. Ja, also ja, es ist, man kann darüber diskutieren. Ich habe die Situation, das Gegengoal geschaut mit unserem Goalie. Und sie hat ganz klar gesagt,
ist die Goalie-Ecke. So wie sie gemustelt ist das die Goalie-Ecke. Natürlich war sie sehr präzise geschossen. Mhm. Viel präziser kann man nicht mehr. Ja, es müsse in dem Sinn, zu 100% ist es wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber man kann sagen, ja, es wäre die Goalie-Ecke gewesen. Das wäre eigentlich die Ecke, wo der Goalie muss zumachen und abdecken können. Weil, ja. Mhm. Ja, was du siehst, sie stellt die Mauer. Ich glaube, es war also nicht ganz zentraler Freistoß gesehen, mhm. aber auch nicht so wenig weg von dem Zentrum. Sie stellt die Mauer, aber selber platziert sich der Mitte vom Goal. Also da hat sie vielleicht die Frau mehr müssen platzieren, dass sie noch ein bisschen weiter an die Pfosten kam. Du, eben. Ja, das ist wer weiß, ja. Aber ist ärgerlich, aber sei es noch, wäre ja noch keine Welt. Ja. Das grösste Problem kommt nachher, oder? Das 2:0, das ist ein Kollektivfehler von der Schweiz. Der Ball muss gar nicht erst dort gespielt werden. Der Ball muss sofort weit weg landen. Vor allem, wenn du weißt, du kommst nicht aus dem Druck raus von Holland. Dann ist mir das egal. Daher habe ich lieber, du wartest den Ball 20 Mal weg. Und ja, da gibt es halt Einwurf für den Gegner. Als dass du versuchst rauszukommen. Es ist ja ein nobles Engagement, aber das Ding ist, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und wir haben dort schon gemerkt, es klappt nicht. Und dann hat Luana Bühler eigentlich Anspielstationen. Sie kann links Noel Maric spielen. Sie entscheidet sich für einen Langball. Also Langball aber am Boden entlang zu Geraldine Reutler. Die muss man holen. Hat man dort nicht das erste Mal. Und dann verliert sie das Laufduell gegen Van der Sanden. Und dann geht alles sehr schnell, oder? Das ist genau das, was sicher ein Unterschied war zwischen der Schweiz und zwischen Holland. So die Abklärtheit und die Cleverness, die es manchmal auch braucht. Beim ersten Goal die Cleverness, dass man sich dann halt in so einem Zweikampf fallen lässt. Mhm. Es ist eine aussichtsreiche Position, wenn man den Freistoß überkommt. Es findet ein Zweikampf statt mit Kontakt. Mhm. Ja, und in diesem Moment muss man dann vielleicht auch die Cleverness am Tag legen können, um dann entscheiden, okay, gut, ich gehe am Boden, dann pfeift der Schiedsrichter für das. Und dann eben in der nächsten Situation auch. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Es ist eine sehr gute Einstellung, dass man schönen Fußball zeigen möchte, dass man Fußball spielen möchte, dass man nicht einfach nur möchte einen Bus parkieren vor dem eigenen Goal und einfach alles langführen und auf das 0-0 hoffen. Das finde ich absolut die richtige Einstellung. Aber wenn du merkst, du hast gerade das Gegengoal bekommen, befindest dich gerade in einer Druckphase, bist vielleicht selber auch ein bisschen verunsichert und ja, es wäre eigentlich in dem Moment ja wichtig gewesen, dass man das 1-0 wenigstens haben kann, dass man nicht noch das 2. oder das 3. Goal überkommt. Und da geht es halt dann manchmal darum, um keinen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern dass der Ball aus der Gefahrenzone wegspediert wird. Und ja, das heisst halt dann ab und zu einfach, ja, weg mit dem Ball, egal wohin, Hauptsache er geht weg. Und nach dem 2:0 haben wir dann die Phase, die ich gar nicht verstehe, im Schweizer Spiel. Und zwar fehlend offensiv. Dann. Eigentlich, das 1:0 hätte ich noch fast verstanden, wenn du sagst, lieber Kessel, ja. Daheim machen wir es dann. Aber sie haben weiterhin erfolglos versucht, defensiv stabil zu bleiben. Ich sage erfolglos, weil Holland immer noch zu Chancen kommt. Und die zweite Sache, die mich gestört hat, ist wirklich, du hast keine Instanz zum offensiv werden. Du hast kein Ball transportieren gesehen. Vor allem, und jetzt werde ich auch wirklich Personalien ansprechen. Esiosa Ekpogun und Alisha Lehmann haben dem Spiel nicht viel zugeführt. Ich gebe es der Ekpogun noch, dass sie versucht hat, Räume zu schließen. Sie hat immer wieder etwas geleistet. Ich war aber nie wirklich im Spiel. Anna-Maria Zunogorcevic konnte dort auch nie offensiv werden. Und Alisha Lehmann war verloren in diesem Match. Und wir haben das angesprochen. Ist sie parat, um von Anfang an zu spielen? Nein, ist sie nicht. Wie es gesehen wird. All das, was du musst in ihrer Funktion machen, wenn du von Anfang an spielst, all das hat sie nicht gemacht. Oder, und ein paar Bälle versuchen zu laufen, das reicht nicht. Das reicht vielleicht dann in der 70. Minute, wenn der Gegner müde ist und du das kannst. Aber du musst dann halt auch wirklich Kobo-Spiel mitgestalten, Spiel holen.
und du musst der erste, wirklich der erste Pressing-Partner sein von deinem Team. Oder das 4-4-1-1, das sie dann hatten, defensiv. Sobald man merkt, dass das nicht zieht, dann muss aus dem als 4-4-2 defensiv werden. Mit zwei Spielerinnen, die aktiv die ballführende Spielerinnen von Holland pressen. Weil das positionelle 4-4-1-1 hat nicht funktioniert. Oder? Der Holland hat gleich einfach zwischen der Linie können shooten. Es ist so ein bisschen wie Bayern gegen FCZ zeitweise. Und das können wir uns nicht erlauben in der Nationalmannschaft. Der FCZ hat Ausrede, sie sind nicht Profis. Die Schweizer Nationalmannschaft hat meines Erachtens nur ein Nicht-Profi gespielt. Am Mittwoch, oder? Am Freitag. Ja, das ist Rahel Job. Der Rest sind Profispielerinnen, oder? Das ist es ja. Und Rahel Job ist bei weitem eine der besten Spielerinnen gesehen auf dem Platz, muss man auch mal sagen. Ja, ich meine, du hast ja letzte Woche angesprochen mit Alicia Lehmann, ob sie so weit ist. Ja, wir haben das darüber diskutiert und mein Fazit fällt eigentlich gleich aus wie dein. Ist aber auch schon unser Tipp gewesen, oder unsere Vorahnung, wie man dem auch immer möchte sagen. Oder unsere Sicht auf das Ganze, sie ist immer noch, ich meine, sie ist so jung, sie ist jetzt an dem Punkt, wo sie jetzt ist, Joker-Spielerin, ganz klar. Mhm. Sie hat all die Attribute, die es für das braucht, hat sie. Sie ist extrem schnell. Sie hat einen gewissen Torinstinkt, wenn sie ihre Schnelligkeit kann ausspielen kann. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn du das in 20 Minuten kannst abrufen kannst. Weil dann kannst du 20 Minuten lang wirklich gehen. Mhm. Und wenn du halt über 90 Minuten musst spielen musst, dann ist es nochmal anders von der Kräfteinteilung. Du kannst dann nicht immer in die Sprints gehen, in die Laufduelle gehen, weil wenn du das vor Anfang an machst, dann ist es noch 25 Minuten vorbei. So. Und die andere Sache ist, und das nimmt Talisha jetzt wieder in Schutz, sie kann nicht alleine Sturmspitze spielen. Das ist nicht ihr Ding. Oder? Also, U19 EM spielt sie mit der Tiara Buser zusammen. Beide sind eine mobile Stürmerinnen und da geht's. Aber die Schweiz hat auch an der U19 EM viel mehr Weltbesitz gehabt. Das Feld ist kleiner gesehen. In dem Fall war Talisha zuerst noch am Flügel überfordert mit den Gegenspielerinnen, das habe ich gesehen. Weil sie halt nicht gewohnt ist, so viel defensiv Arbeit zu leisten, glaube ich, auch bei West Ham nicht. Ja. Und nachher allein als Sturmspitze. Ja, sie braucht Ball und sie ist halt nicht die Typ. Sie ist aber auch nicht die Art Stürmerin, in der du einfach den Ball hinrühren kannst. Ich meine, es gibt Stürmerinnen, die haben gleiche Charakteristiken wie Talisha. Und dann kannst du einfach einen langen Ball schicken und die holen da runter. Und dann passiert etwas. Aber Talisha ist wirklich in der Bewegung stark. Und die Bewegung hat nie stattgefunden. Für das hat sie so weit runterkommen. Hat sie auch zeitweise müssen hinter der Rahel spielen. Wenn sie hinter der Rahel Job hat, kann er spielen zum Teil. Dann wäre das vielleicht gegangen, dass man schnell den Ball über die Rahel an sie lenken kann. Aber das hat es auch taktisch nicht angeboten. Ja. Also, es tut mir sehr leid für die Rahel zum Beispiel, dass sie so einen Match muss in das erste Länderspiel machen, obwohl sie es extrem gut gemacht hat. Aber auch für Talisha, weil Talisha hat jetzt 70 Minuten lang eigentlich nicht viel gemacht und sieht am Ende auch schlecht aufgegeben. Es ist natürlich auch gerade für, sag ich mal, wenn du in so einem Spiel als einzige Sturmspitze spielst, ob jetzt das Geraldine Reuterloch war oder Talisha Lehmann, kommt eigentlich in dem Moment gar nicht so fest drauf an. Aber in so einem Spiel, wo relativ wenig Offensivbewegung stattfindet, wo relativ wenig Chancen können kreiert werden weil man vor allem defensiv muss arbeiten, weil Holland nicht wirklich viel zulässt in der eigenen Defensivbewegung. Und dann die Bälle, eben, die Spielauslösung, die fehlt oder die fehlermangelhaft ist. Das heisst, es kommen sehr wenige Bälle, die wirklich brauchbar sind, überhaupt bis in den Sturm führen. Und die paar wenigen Bälle, die du dann überkommst, ja, die zu verarbeiten gibt es dann. Und da hat man sicher gesehen, das könnte besser sein. Hat jetzt in dem Match natürlich nicht ganz so wünschenswert funktioniert, aber es ist sicher ein schwieriger Match. Wenn du da als Stürmerin spielst, weil du einfach auch ganz wenige Aktionen hast, wo du wirklich etwas kannst draus machen. Die andere Person ist Tessiosa Ekpogun. Die hat halt einfach. Sie ist auf dem absteigenden Ast in der letzten Zeit. Der Nazi hat nicht so gute Leistungen gebracht wie noch vor zwei Jahren. Ich weiss nicht, was jetzt der Fall ist.
Bieren. Sie hat die gewisse Schnelligkeit. Mhm. Aber Bieren stimmen jetzt auf die letzten Sachen. Und sie spielt, die letzte Ball spielt sie nicht mehr sauber. Sie läuft nicht mehr sauber zurück. Sie weiss nicht genau, wie die Räume, wie sich die Träume bewegen. Wie passiert das mit einer Spielerin? Kann das mit dem Wechsel zu tun haben, dass sie von Deutschland auf Frankreich gewechselt hat? Ja, also ich meine, Deutschland und Frankreich sind doch nochmal zwei verschiedene Welten zum Shooten. Sie war lange in Deutschland, hat sich dort sicher auch gut ausgekannt in der Liga, hat sich sage ich mal, auch an die Umgebung gewöhnt, um dort Fußball zu spielen. Mhm. Und jetzt ist natürlich der Wechsel gekommen. Sicher nicht schlecht für sie persönlich, um jetzt in dem Alter, wo sie jetzt ist, macht es Sinn, wenn man nochmal etwas Neues will sehen will, um nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge die französische Frauenliga nicht sehr. Ja, eigentlich nicht sehr fest. Ich sehe Lyon in der Champions League. Wenn ich mich aber jetzt nicht täusche, dann ist es wirklich so, dass eigentlich in der französischen Liga vor allem Lyon, vielleicht auch noch PSG vorne dominieren und dann der Qualitätsunterschied innerhalb der Liga doch sehr gross ist. Ob man dann wirklich in dieser Liga als Spielerin wirklich profitieren kann, weiss ich nicht. Ich weiss nicht, wie es dann auch ist, ja, in diesen Match, wo du spielst, wenn du gegen die zwei Größen, die du hast in dieser Liga spielst, wird es wahrscheinlich sehr klar ausfallen und untereinander, ja. Also Deutschland ist sicher breiter ausgelegt von der Qualität der Liga her. Das ist mehr abgestützt auf einzelne Vereine und nicht nur, es kristallisiert sich nicht nur auf zwei. Und darum kann das sicher auch zusammenhängen mit dem Wechsel. Ich meine, den Wechsel verbindet man auch immer mit neuem Trainer, neues Spielsystem, neue Mitspielerinnen muss sich zuerst finden, man muss sich vielleicht zuerst mal daran gewöhnen, dass man neue Spielphilosophie ausleben muss auf dem Platz und so weiter. Ja, das trägt sicher auch einen Teil dazu bei, dass man sich irgendwo im Wandel befindet und das vielleicht dann auch ein bisschen die Nationalmannschaft mitnimmt. Ja. So ein bisschen. Ich bin aber der Meinung, das, was du angesprochen hast, hat sich schon ab und zu gezeigt, jetzt vor dem Wechsel, vor dem Sommer. Es ist nicht mehr so konsequent gespielt. Gerade auch was die Flanken und so anbelangt, finde ich, die Laufwege sind eigentlich nicht schlecht offensiv. Und dann aber die Flanken kommen oft nicht an. Sind sie kurz, sind sie lang, werden geblockt. Das ist so ein bisschen vorhersehbar. Es hat kein Element in ihrem Spiel im Moment, gerade offensiv in den Aktionen, die es hat, finde ich, es hat nicht wirklich ein Element, das überraschend ist. Und wo auch die gegnerischen defensiven Spielerinnen überrascht und eher einfacher zum Verteidigen, sage ich jetzt. Ja, so ist das ganze Spiel von der Schweiz. Ich glaube, am Ende halt dem zu verschulden, erstens, dass Teamstützen gefehlt haben. Ja. Zweitens, was wir auch schon angesprochen haben, die Schweiz hat keinen Offensivplan mehr. Ich glaube, früher Martina Moser, Vanessa Bürki und Fabienne Hummel das noch kaschiert bis zur EM. Ja. Dass die Schweiz nicht so viel Offensivplan hat. Aber meine, wenn Ramona Bachmann mal den Ball bekommt, dann passiert etwas. Aber ich glaube, Martina Moser und Vanessa Bürki sind sehr clever gewesen, im Ball zu holen und etwas daraus zu machen. Und das hast du einfach in dieser Quali nicht gesehen. Die Schweiz hat gut gespielt, hat gegen schwächere Gegner gut gewonnen. Aber man hat gemerkt, langsam sind die Ideen sind nicht so neu da. Genau, es war solid, sage ich. Der grösste Teil dieser Quali war solid. Es war nie überragend, meiner Meinung nach. Man hat gegen viel schwächere, eigentlich fast ausschließlich gegen schwächere Teams gespielt. Auch Polen und Schottland, meiner Meinung nach, eher schwächer einzustufen. Aber je länger das Quali gegangen ist, ist genau das passiert. Wir haben gesehen, dass gerade auch in der Offensive ist sehr viel, sehr durchschaubar. Es ist sehr monoton. Und dann eben in dem monotonen Spielfluss, den man hat, weil man oft das Gleiche probiert, ist dann genau auch das wieder. Passqualität, die dann allenfalls nicht stimmt. Und ich sage jetzt, in der Quali gegen schwächere Gegner wie zu Beginn von der Quali kann man sich das erlauben, weil man dann auch genug gut ist, um das wieder zu verteidigen.
Und das hat man jetzt letzte Freitag wieder ganz deutlich gesehen. Wenn dann ein Gegner doch nochmal eine Stufe mehr Qualität im Team hat, plus mehr Selbstvertrauen im Team hat, offensiv sehr kreative, wendige Spielerinnen dabei hat, wo sich viel anbietet, wo aber auch viel verschiedene Facetten im Spiel anbietet, dann ist die Schweiz überfordert und das eigentlich wirklich von vorne bis hinten. Man ist überfordert in der Defensive, man ist verunsichert, Spielaufbau geht nicht, aber man ist auch verunsichert in der Offensive. Wenn man dann mal im Ballbesitz ist, ja, was machen wir jetzt damit? Und das ist eigentlich, ich finde es noch schön, ja, nach dem Match habe ich viel auf Instagram viele Stories gesehen von Spielerinnen, die dabei waren, Lia Welti zum Beispiel auch noch einen Beitrag gepostet. Sehr positiv, ja, wir kämpfen bis zum Schluss und am Dienstag haben wir noch mal eine Chance. Finde ich gut. Ist sicher, ja. Es ist sicher toll, aber. Die schlechtere Einstellung zu machen, zu sagen, ja, wir sind schon draußen. Aber es wird, also. Morgen müsste ein kleines Wunder passieren, dass die Schweiz wirklich eine reelle Chance hat. Die Schweiz kann 10-mal besser werden, aber das macht Holland nicht schlechter. Ja. Ja. Und das ist ein kleines Problem. Und wir haben gesehen, Holland hat auf der Bank sehr gute Lösungen. Ja. Ich meine, die zwei Bayern-Spielerinnen, die ich habe, Jill Röth und Lynn Berenstein. Das ist extreme Qualität, die sich dort noch versteckt. Bleiben wir noch schnell beim Match, bevor er fertig war. Drei sehr, sehr späte Wechsel. In der 70. Minute wird Alicia Lehmann durch Floriana Ismaili ersetzt. Und nachher wird dann noch Geraldine Reutler, oder Raik Pagun, ich weiß nicht. Und Vanessa Bernauer wird ersetzt durch Naomi Megro. Und zum Schluss noch Rahel Job verletzungsbedingt. Ich würde gerne wissen, wie es der Rahel geht, ob sie noch shooten kann. Sie wird ersetzt durch Marilena Wittmer. Für die drei Spielerinnen brotlose Kunst, gell? Ja, natürlich. Eine sehr schwere Ausgangslage als Ersatzspieler, wenn du in so einer Partie 3-0 hinten. Mit 3-0 hinten noch ins Spiel reinkommst. Sehr schwer, um dann noch wirklich etwas zu bewegen. Die Spielerinnen, die schon auf dem Platz sind, sind sicher schon eher an der Grenze, auch körperlich, mental auch. Und dann noch wirklich etwas das Ruder rumzureissen auf dem Platz zu dem Zeitpunkt ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also sehr eine schwierige Ausgangslage, zum gerade auch aber, als Spieler, wo sonst vielleicht auch nicht ganz so viel Einsatzzeit überkommt, in so einem Spiel dann noch reinzukommen. Wenn du 2-0 hinten bist und es ist die 70. Minute und du brauchst ein Hollanders Goal. Ja. Hat es sich nicht angeboten, Irina Brücci zu wechseln? Anstelle von der Floriana Ismaili. Die Floriana Ismaili bietet ihr ja ähnliche Charakteristiken wie Alicia Lehmann. Die Irina Brütsch hat ihr genau andere Charakteristiken geboten. Grösse, Robustheit, die du brauchst gegen so Gegner wie Holland. Und eine Geschwindigkeit, eine unglaubliche, wie auch Alicia, aber eine andere Art von Geschwindigkeit, eine andere Art von Antrieb. Hat sich dort das Risiko eingehen nicht mehr gelohnt? Gut, ich bin sowieso eigentlich eher ein Fan von Risiken eingehen, gerade wenn du mit dem Rücken zu der Wand stehst. Und das bist du bei 2-0 Rückstand in Holland, bist du das. Du, ja. Und noch keinen einzigen Torschuss. Du hast noch keinen Torschuss zustande gebracht. Du siehst, dass eigentlich die Attribute, die du vielleicht auch gerade in der Offensive auf dem Platz hast, dass die nicht wirken in diesem Match. Und ja, dann so ein einigermaßen 1-zu-1 Wechsel machen oder sage ich mal etwas Ähnliches, dann auf die gleiche Position einzusetzen, wie du vorne schon gehabt hast. Ja, ist in meinen Augen nicht ganz so sinnvoll. Ich finde das okay, wenn du 1-zu-1 wechselst oder versuchst 1-zu-1 wechseln, wenn das Spielsystem funktioniert, wenn die Leistung auf dem Platz, wenn das stimmt, wenn die Mechanismen stimmen und wenn die Spielertypen, die du auf dem Platz hast, auch wirklich die sind, die du in dem Moment brauchst. Aber wenn du über 70 Minuten merkst, es ist nicht das, bin ich absolut bei dir und sage dir, Irina Brütsch wäre da eine Alternative gewesen und wäre eine Option gewesen, die sicher dem oder wo zumindest dem Spiel eventuell noch eine andere Note geben.
Weil Irina ist sicher eine Spielerin, die vor allem auch mit langen Bällen viel anfangen kann, weil sie ihren Körper gut kann, zwischen den Ball, zwischen der Gegenspielerin stellen kann, sich einen Ball gut abdecken kann. Ihr Zweikampfverhalten wäre in diesem Match sicher von Vorteil gewesen. Sie ist nicht zaghaft. Und ihr das Tempo ab der 70. Minute auch. Genau, absolut. Und sie hat eben, wie du gesagt hast, das Tempo ist sicher ein grosser Vorteil, den sie hat. Wo sie auch aus einem verirrten Ball vielleicht dann eben doch noch etwas kreieren. Und ja, ich bin da ganz bei dir. Ich hätte eigentlich in dem Moment hätte es gern gesehen, wenn sie reingekommen wäre, wenn man ihr die Chance gegeben hätte, wenn man vielleicht das Risiko eingegangen wäre. Weil ich bin der Meinung, grundsätzlich wäre es jetzt für die Defensive nicht wirklich ein Risiko gewesen, weil Irina sicher jemand ist, der defensiv arbeiten kann. Ich habe gegen sie schon gespielt, hat sie auch Innenverteidigerin schon gespielt. Also von dem her glaube ich, sie hat defensiv. Man muss auch noch sagen, Alicia Lehmann hat bisher auch nicht für defensiv mehr geholfen gehabt. Der Match. Oder? Es war die einsame Sturmspitze. Das hat Irina bringen. Und du hättest sie kleiner müssen bringen. Ich meine, das Spielsystem ändern wir erst bei 3-0 Holland, wo die Vanessa dann auch rausgeht und Mami Megro reinkommt. Ja, und ich meine, Mami Megro spielt gerade eine gute Saison bei Zürich. Aber ob sie wirklich in 10 Minuten kann Wunder bewirken und dort auf dem linken Flügel ein neues Kapitel eröffnen, glaube ich nicht. Also. Gut, aber es ist etwas, wo wir schon ab und zu beobachtet haben. Martina Voss-Zecklenburg ist meines Erachtens nicht die Trainerin, die am meisten Risiko eingeht. Oder wo auch während dem Spiel irgendwie gross die Inputs aufnimmt und dann etwas umstellt, sondern sie vertraut eigentlich darauf, dass das, was man geplant hat für den Match, dass der Plan dann schon noch wird aufgehen. Also ich weiß es ja. nicht. Ja, aber scheint es so. Und ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass du nach dem 1:0 schon etwas musst ändern musst. Ja. Weil es war ja nicht nur das Goal, das für mich für das spricht, sondern auch die ganze Spielzeit vor dem Goal. Ich meine, das Goal war eine Frage der Zeit. Es war nicht, fällt das Goal oder nicht, sondern es war eigentlich nur die Frage, wann fällt denn das Goal. Es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn es 16:0 fertig gewesen wäre, das wäre nicht fies und nicht unfair gewesen. Genau. Und darum bin ich eigentlich der Meinung, dass man da allenfalls schon in der Pause oder spätestens dann nach dem 1:0 etwas ändern muss. Weil so wie das Spiel verlaufen ist und das 1:0 hat man auch als Zuschauer gemerkt, das wird nicht das einzige Goal sein. Das ist das erste Goal, das sie geschossen haben und sie werden jetzt noch mehr kommen, weil Roland will nichts anbrennen lassen. Sie merken, sie sind gut im Spiel drin, sie können Chancen kreieren, sie werden gefährlich und mit einem Goal, mit einer Führung bist du natürlich fallen dir diese Sachen noch einfacher. Ja, und es ist das bekannte Bild vom Ketchup, oder? Die altertümliche Ketchupflasche. Ja. Kommt und irgendwann, wenn es kommt, kommt er gerade alles zusammen. Ja. Oder? Das ist von unzähligen Sportlern schon als Metapher gebraucht worden. Ja. Und es ist auch bei Holland so gewesen. Du hast gewusst, irgendwann kommt das Goal und wenn es kommt, dann ist es so. Und, die Schweiz hat mir nie den Anschein gemacht, als ob sie sich gegen das Goal wirklich wehren. Sie haben Einsatz und Zeit, aber es ist wie ein schon ein Verständnis dazu, als wir das Goal kommen. Und das hat mich halt ein bisschen gestört. Und eben, ich habe sogar noch kleiner gedacht, ich habe die Pause die Alicia rausgenommen. Und wieder nichts gegen die Alicia Lehmann. Sie ist erstens nicht ready für so einen Match und zweitens ist sie nicht gemacht für so einen Match. Da muss sie noch vieles lernen. Und wenn, ich hätte eigentlich, ganz ehrlich, wenn ich schon gesehen habe, ich muss mit der Rahel Job spielen. Weil Viola Caligari sich verletzt und wie es aussieht, Floriana Ismaili für die 10er Position nicht in Frage kommt. Ich hatte Irina Brütsch auch noch gerade reingeführt. Dann hattest du die drei Stürmerinnen zusammen, die Pilot 10 letztes Mal am meisten Gold geschossen haben. Und dann hättest du dort etwas können profitieren. Und Irina Brütsch ist geboren für diesen Match. Weil, wenn ich allen anderen Match die Irina Brütsch nicht einsetze, verstehe ich, aber Holland ist im Schnitt 10 cm grösser, recht robust, haben alle langere Beine, sind alle schneller und das hat man gemerkt. Normalerweise gibt es selten mal Spielerinnen, die schneller sind als Talisha, als Dagbogun und als Lia, die hat einen guten Antritt, als Lara, die hat aber nicht gespielt und als Geraldine. Und das sind alle schneller als sie.
Und das hast du gemerkt. Und dann hättest du entweder mit dir reingefällt oder ich hätte dann mal jetzt noch Gottschwitz in Stunde. Weil auch sie, genau die Art Spielerin, die für so ein Spiel braucht, sie ist 1,80 gross, kann sich nicht behaupten, der kann schon lange Ball zuspielen. Sie kann ins Goal köpfeln, kann aber auch annehmen und den Mitspielerinnen geben. Du musst anders spielen, du musst dich anpassen am Gegner. Wenn du nicht das beste Team auf der Welt bist, passt du dich dem Gegner an. Ich meine, Pep Guardiola, sein Manchester City-Moment, passt dich niemandem an. Das ist das beste Team auf der Welt sind. Das Real Madrid in den letzten 3 Jahren hat sich auch niemandem angepasst, weil sie das beste Team auf der Welt sind. Und Holland gehört tatsächlich im Frauenfußball zu den besten Teams auf der Welt. Und wir haben es auch angesprochen schon in vorherigen Sendungen. In Holland hat man eine Fußballphilosophie. Bei den Männern und bei den Frauen ist es 4-3-3. Und das wird von klein auf einfach unterrichtet. Vielleicht im einen oder anderen Verein nicht, aber in der Nazi U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, Profis, überall spielt man 4-3-3. Das heisst, die Automatismen sind so fest drin, dass du dich musst anpassen musst. Und du musst halt schauen, dass du Spieler mit den Charakteristiken hier tust. Und da reicht der Goodwill von einer Spielerin, die jetzt in England ihr erstes Goal geschossen hat und gut unterwegs ist. Einfach nicht. Sie hat die Charakteristik nicht gehabt, ist auch unfair ihr gegenüber. Ja, reden wir noch schnell über die Überraschungen. Rahel Choppi in der Startaufstellung. Wir haben gemeint, vielleicht spielt sie für die Lara. Am Schluss hat sie für die, wer auch immer die Zander gespielt hat, wahrscheinlich Viola Caligaris gespielt. Was hast du davon gehalten? Das war wiederum sehr mutig. Gut, es war natürlich auch ein bisschen zwungenermassen so. Und es ist eine gute Ausrede, falls es nicht klappt. Genau. Also ich nehme nicht an, dass der Job gespielt hat, wenn alle zur Verfügung gestanden wären. Auch einfach nicht, weil es erst ihr Debüt war. Ich finde aber, sie hat eine sehr gute Leistung unter diesen Umständen gezeigt. Sie hat ein grosses Versprechen für die Zukunft abgegeben in diesem Match. Ist natürlich für sie persönlich aber auch extrem schwierig. Also du machst dein Debüt in der A-Nazi, bist erstmal mit dabei und musst dann gerade in so einem Spiel von Anfang an spielen, ist natürlich eine grosse Last, die du tragen musst, eine grosse Bürde. Ich finde, sie hat das für das ja, sehr gut gehandelt. Zumindest hat es von außen so ausgesehen. Wie sie ihren aussieht, wissen wir nicht. Aber ja, wie du gesagt hast, es ist natürlich, wir haben darüber geredet vor dem Match, wir haben gesagt, es ist die U19-EM-Sturm, Geraldine Reuteler, Alicia Lehmann, Job. Also sehr ein junges Trio dort vorne. Und eben, es ist natürlich eine gute Ausrede, wenn irgendetwas nicht klappt, kannst du auf das schieben, dass du sagst, ja, wir haben so junge Spielerinnen auf dem Platz gehabt, mit fehlender Erfahrung und so. Und ja, ich finde es natürlich immer schade, wenn man schon sich dazu entscheidet, um so auf den Platz zu gehen und dass man diesen Leuten Vertrauen schenkt, weil man in dem Moment findet, das sind die besten Leute, die wir zur Verfügung haben. Dann soll man aber auch natürlich kritisieren, finde ich immer angebracht, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Aber man soll nicht die Niederlage auf Schultern von denen austragen, weil das ist nicht fair und das haben auch die Spielerinnen nicht verdient, auch nach ihrer Leistung nicht. Ja, man muss auch sagen, es ist ja zuerst mal, wir regen uns jetzt auf. Wahrscheinlich geht auch die Schweiz nicht an die WM, das stimmt. Es war alles nicht nötig, weil die Schweiz die Quali super auflösen. Ja. Man hätte einen Punkt aus Schottland müssen haben. Ja. Eine von der Analysen von der Frau von Stecklenburg ist dort gesehen. In der Schweiz gibt es zu wenig Drucksituationen in der Liga und wegen dem sind die Jungen nicht darauf vorbereitet. Da muss ich sagen, erstens, du hast genau 2 Junge eingesetzt. Gut, Nami Megro dann im einen Spiel, wo gar nicht funktioniert hat gegen Schottland, aber sonst Alicia ab und zu und Geraldine. Und zweitens, es ist nicht an den Jungen gelegen. Es ist mehr an den Erfahrenen gelegen, die in den wichtigen Momenten ihre Leistungen nicht gebracht haben. Und, ich meine, gegen Schottland dürfen wir nie verlieren, 2-1. Ja. Wir verlieren 2-1 aus 2 Gründen. Ich meine, zuerst mal zweimal Abspielfehler am Anfang. Noch mehr Megrox sieht sehr alt aus, aber sie ist ja ins kalte Wasser geschossen worden. Ich meine, ich verstehe schon, dass du so einer Spielerin Vertrauen gibst und sagst,
hey, du gehst spielen, weil du kannst das. Aber erstens war es nicht ihre Position, recht auszuteilen. Zweitens war es vielleicht ein Match gewesen, wo du halt wirklich Rachel Rinast in Match schicken oder bei gewonnenlosen Verteidiger spielen. Beide Spielerinnen, die das können spielen. Oder Julia Schierli spielt links und Noel Maric spielt rechts. Sie ist ja eh ein Rechtsfuß. Weil du dort genau eben nicht darfst, junge Spielerinnen verheizen. Und gegen Polen schießen wir kein Goal auch, weil wir zuerst mal viel zu defensiv aufgestellt waren. Und zweitens, jeder Wechsel, der gefolgt hat, nur noch defensiver geworden ist, wie auch in Schottland. Du bist 2-1 Hände in Schottland, aber all die 3 Goal gibt es in den ersten 7 Minuten. Das heißt, du hast noch 83 Minuten gehabt, um eigentlich mal das Spiel zu kehren. Und wir haben keinen einzigen Offensivwechsel gemacht, oder? Und das, so Zeugs bestraft sich dann. Ja, und das ist natürlich auch wieder ein Indiz dafür, dass es viel einfacher ist, nachher auch von Staff-Seite her zu sagen, ja, weil die Schweizer Liga nicht genug druckvoll ist, passiert so Sachen. Und aber Clara ist nicht rum. ich finde, es ist eine gute Ausrede, aber eben, es ist eine Ausrede. Ja. Ich finde, natürlich ist Clara Bickermann eine Spielerin, die man nie 1-1 ersetzen kann. Genau. Nicht in dem Moment. Das ist auch völlig okay, so soll man auch nicht können. Aber immer noch ist Fußball eine Mannschaftssportart und kein Einzelsport. Und du darfst es nicht darauf hängen, dass dir eine Spielerin fehlt. Weil du hast erstens mal für sie auf dieser Position fähige Leute, die auch dort spielen können. Sonst wäre es nicht im Kreis der Nationalmannschaft. Und zweitens hast du auch noch 10 andere Positionen auf dem Platz, die ja gleich auch besetzt sind. Ja. Ob jetzt eine Lara Dickermann rum ist oder nicht. Und das sind, für mich ist das einfach ein bisschen zu einfach, wenn man sich ein bisschen auf das schiebt, dass jetzt Ramona Bachmann und Lara Dickmann nicht können spielen können und dass man sich ein bisschen darauf schiebt, dass man halt hat müssen auf Junge zurückgreifen, was man nicht hat müssen und sich aktiv dafür entschieden hat. Und ich finde, da macht man sich jetzt vielleicht so vor Abgang gerade noch ein bisschen einfach. Was ich ein bisschen schade finde, weil es auch vor allem für die Spielerinnen, finde ich, ihnen gegenüber nicht fair ist und vielleicht auch eine schlechte Botschaft gegen aussen sind. Ganz klar. Für mich hat das Ganze 2 Faktoren. Erstens, Clara und Ramona haben jeden anderen Match auch gespielt. Also, die hätten in Schottland ein Spiel entscheiden können. Sie hätten in Polen ein Spiel entscheiden. In Polen hat man nur das Goal gebraucht, in Schottland auch noch das Goal. Sie hätten gegen Belgien uns zu 2 komfortablen Siege bringen können. Haben sie auch nicht geschafft. Also weißt du, das ist immer so eine Sache. Und die andere Sache ist, das regt mich aber allgemein auf in der Schweizer Fußballlandschaft. Wir neigen sehr fest dazu, Zeugs zu entschuldigen, auch bei den Nazis. Schnell mal wird entschuldigt, wenn mal schlecht gespielt wird. Auch jetzt in der Nachspielbearbeitung, ich bin sehr froh, jetzt hat er ein Studio kam mit Nora Häupli und mit Andi Egli. Aber das 3-0 ist das Versagen vom Team. Und ich sage das nicht einfach so, und weil ich launisch bin, sondern es tönt hart, aber es ist ein Versagen von diesem Team, weil wir haben meines Wissens, glaube ich, keine einzige nominelle Torchance gehabt, außer die eine, wo Geraldine nicht zum Ball kommt. Wir haben praktisch keinen Ballbesitz gehabt mit der Zeit. Wir haben vielleicht statistisch irgendwelche Prozentzahlen gehabt, aber wir haben keinen faktischen Ballbesitz gehabt. Das meiste vom Spiel hat auf unserer Hälfte stattgefunden. Und wir kassieren 3 Goal, die wir gerne hätten können, 6 sein. Also es ist ein Versagen, das muss man auch so sehen. Und ich habe von der Schweizer Nationalmannschaft wirklich den Anspruch, dass sie sich gegen das Holland auch ein Stück weit halten kann. Und nicht, 3-0, nein. Ich meine, FIFA-Ranking. Sie sind 10, wir sind 18, das ist nicht so weit weg auseinander. Klar sind sie Europameister, aber wir haben uns auch blöd angestellt in der EM. Weißt? Und dementsprechend finde ich, da hätte man es besser spielen. Das ist ja so. Und wir hätten das Spiel sicher auch ein bisschen anders müssen angehen. Ich bin jetzt gespannt, was morgen im Rückspiel in Schaffhausen wird passieren, weil grundsätzlich wird jetzt das ein Spiel, das du nicht mehr zu verlieren hast. Weil die Ausgangslage ist so schlecht, dass eigentlich sehr befreit könntest aufspielen. In meinen Augen. Sollte man diese Chance eigentlich nutzen, dass man vielleicht erst mal seit langem wieder ohne Druck Fußball spielen kann.
Weil es ist natürlich in der Quali auch so gewesen. Mir ist klar Favorit in dieser Gruppe. Mir hat müssen gewinnen. Es ist eigentlich nicht. Ja, ich habe das auch schon erlebt im Fußball. Oder wenn du in einer Situation bist, wo du eigentlich weißt, wir sind die Besten und wir müssen, dann fällt man schnell in das rein. Und ich finde, das sieht man im Schweizer Spiel auch an. Es wird mühselig, es wird langsam, es ist keine Freude mehr am Fußball dabei. Und sobald die Freude und der Spass am Fußball selber fehlen in einem Spiel, ist es wahnsinnig schwierig, zum wirklich guten Fußball zu spielen. Und gerade morgen ist für die Schweizer Nazis der perfekte Tag, sage ich jetzt einmal, dass sie das wieder zurückholen können. Und einfach auf das Feld gehen und sagen, hey, heute wollen wir einfach nur Fußball spielen. Wir wollen einfach nur da sein, zum Fußball spielen, zum das machen, was wir gerne machen. Weil verlieren können wir jetzt nicht mehr. Ja, und vor allem, man kann sich auch zum Beispiel Schottland in diesem Heimspiel als Vorbild nehmen. Weil Schottland hat gegen uns in den ersten 5 Minuten 2 Goal geschossen. Und wenn wir 2 Goal schießen, recht früh, können wir schnell das Ganze kehren. Genau. Es ist halt einfach eine Einstellungssache und es ist auch eine gewisse Sache vom Willen auch dahinter. Und da sage ich, es ist ein Spiel, wo man nichts verlieren kann. Es ist wie im Göpp, wenn man als Unterklassiker aufspielt. Und genau so muss sich die Schweiz mal verhalten. Man muss auch an seine eigenen Stärken glauben und auf das Vertrauen und auf dem aufbauen, weil wir können shooten und wir können Fußball spielen. Und wichtig wird sein, dass man sehr offensiv spielen muss. Und dass man so früh wie möglich ein Goal, 2 Goals suchen, damit es überhaupt dann vielleicht noch mal spannend werden. Wenn man morgen möchte defensiv gut stehen und das oberste Priorität hat, dann wird es wieder so rauskommen wie am Freitag. Und dann, ja, dann werden wir sehr klar ausscheiden. Der Plan vom Freitag hat nicht funktioniert und darum brauchen wir morgen einen anderen Plan. Genau. Reden wir noch schnell über morgen, beziehungsweise heute, wenn die Leute das hören vielleicht. Eine Person ist gesetzt und das ist Ramona Bachmann wahrscheinlich. Wo glaubst du, wird sie Platz finden, wenn wir davon ausgehen, dass so gespielt wird wie am Freitag? Für Rahel Job, spielt sie für Alicia Lehmann, spielt sie für Geraldine Reuteler? Ich würde wahrscheinlich sagen, eher für Alicia Lehmann oder für Dessos Eichbogun, eher so ein bisschen halbwegs auf der Seite. Ich glaube nicht, dass sie der klassische Zehner ist und auf dieser Position würde spielen. Wenn dann vielleicht eher als Sturmspitze und Geraldine Reuteler zurückversetzt, würde ich jetzt noch eher sehen, wie umgekehrt. Aber sie wird sicher spielen. Wann ich sehr darauf gespannt bin, ob man dann wirklich einen Leistungsunterschied zum Freitag sieht, wenn sie auf dem Platz steht. Was sicher das Positive an dem ist, dass sie wieder einsatzfähig ist, ist, dass eben gerade sie eine Spielerin ist, wo doch immer wieder ein bisschen unberechenbar ist und wo immer wieder so ein bisschen Anfälle und Ausbrüche hat auf dem Platz, wo nicht immer so durchschaubar und vorhersehbar sind auf dem Platz. Und das ist sicher etwas, wo man mehr mit haben im Offensivspiel. Und ich hoffe auch, dass dann die Leistung aber auch konsequent ist und dass es nicht zu viel Ballverliebtheit wird geben, sondern dass dann auch in den nötigen Situationen die Mitspielerin gesucht wird oder ja, so ein bisschen der Mannschaftsgedanke. Es ist ein bisschen frustrierend, weil du siehst immer auf Instagram Clips von ihrem Goal gegen West Ham und der Champions League. Und in diesem Moment ist es extrem abgeklärt. Ja. Bekommt der Ball 2 Berührungen und ist er im Goal. In der Nazi macht sie das nie. Ja. Das regt ein bisschen auf. Für mich ist halt, was ich am Anfang gesagt habe, was da Alicia fehlt. Dass wenn du alleine Sturmspitze bist mit so Charakteristiken, dass du runterkommst, das Spiel holen, nicht machen. Das macht Ramona, das muss man ihr geben. Das heisst, Ramona hat auch mit der Ramona hat man vielleicht 2-3 Goal-Chancen mehr gehabt, dass ihr das Spielstil ist. Ich weiß halt nicht, was passiert. Ich meine, ich weiß nicht, wie es der Rahel Job geht. Ob sie hat eine Historie von Verletzungen, ob sie dort einfach angeschlagen worden ist oder ob sie jetzt wieder spielen kann. Ich weiß nicht, ob Vanessa Bernauer wieder spielen kann. Sie hat ja angeblich das Knie fit gespritzt. Was nie gut ist für einen Spieler. Nein. Und ja, die andere Frage ist natürlich auch, was sind sonstige Lösungen? Oder, ich zum Beispiel hätte gesagt, wir haben nichts verloren. Und hätte vielleicht wirklich Ramona, Tirina und Geraldine in den Sturm gehen. Also alles 4-3-3 halten, einfach mit der Geraldine als Zehner. Ramona und Tirina vor. Ich hätte vielleicht Anna Maria vorgekommen. So eine ganze Witz, wenn du dich nicht traust,
die Irina Brütsch zu bringen. Oder? Ich hätte vielleicht einen klassischeren Flügel, der mehr reinkommt, mit der Marilena Wittmer aufgestellt, um wirklich nichts zu verlieren. Also sind das alles Lösungsmöglichkeiten, oder? Neben der Lia Welt, ich könnte Rahel Job spielen, dass du dort wenigstens noch die Sicherheit hast. Oder ein Kumbasau, der jetzt nicht mehr auf der Bank gehockt ist. Viola Caligari, wenn sie wieder ins Team kommt, wird wahrscheinlich gesetzt sein. Ich weiss nicht, ob Viola Caligari wirklich mehr bringt als ein Rahel Job. Da habe ich jetzt. Es ist ein bisschen unfair. Ich sehe Viola immer noch im hochkompetitiven Spiel der Nazi. Ich habe Rahel Job jetzt schon mehrfach in der Liga gesehen. Rahel ist meines Erachtens die bessere Fußballerin. Aber ich habe Viola nie bei IB gesehen und nie bei Atletico Madrid. Also kann ich es nicht sagen. Aber ich denke, am Ende des Tages hat Rahel vielleicht mehr von dem, was wir brauchen. Und vielleicht dort eben so die ein oder andere Sache wechseln, oder? Dass du dort wirklich mehr Präsenz im Strafraum hast und auch mehr Ideen, wie du dazu kommst. Vor allem, wenn du merkst, look, wir kommen auf dem Platz, auf dem Boden, kommen wir nicht durch. Ging der Ball führen, ist mir gleich. Ich meine, solange es nicht geil Teil macht, wo man nicht über die Mittellinie kommt. Du kannst lange Ball spielen und mit der Irina und der Ramona hast du auch zwei Leute, die den Ball holen können. Oder vor allem die Irina kann auch runterpflücken und die Ramona schicken. Und umgekehrt, wenn du mal lange Ball spielst, kannst du auch die Irina schicken. Es wäre jetzt der Moment, um mit der Irina zu spielen, wenn man dann an Maria Zanogorcevic nicht im Sturm auflaufen will. Wenn man es natürlich ganz ernst meint, dann lässt man sie im Sturm auflaufen. Ich meine, ich weiss gar nicht, wie viele Goals sie in den USA geschossen hat, aber sie hat genug geschossen. Und sie spielt in den USA. Und dass du als Champions League-Gewinnerin, was sie ja ist, in die USA kommst, was eine sehr geschlossene Liga ist eigentlich, und du sofort Stammspielerin wirst in einem Team. Für das musst du etwas können. Das ist es auch. Und dementsprechend wäre das eine Lösung. Ja. Es wäre eine Lösung, die sehr viel Mut erfordern würde, weil man dann Maria seit Jahren wieder mal aus der Position, die sie in der Nationalmannschaft zuteilt bekommen hat, als rechte Außenverteidiger rausnehmen würde. Aber man würde sie in die Position hineinstecken, die sie eigentlich ursprünglich gelernt hat, wo sie auch in den Vereinen gespielt hat. Und ja, es wäre sicher eine gute Option. Wir wünschen uns schon lange, dass sie wieder offensiver spielen darf. Einfach auch, weil sie noch gewisse zusätzliche Qualitäten hat, die sie als Außenverteidiger nicht wirklich dazukommt, um die auszuspielen. Gerade auch in einem Spiel wie am Freitag, wo es ihr nicht erlaubt wird, aufgrund von der Spielsituation, um wirklich offensiv können, in Erscheinung zu treten. Und darum wäre das sicher eine Option, wo ich aber immer noch der Meinung bin, die wird nicht passieren. Ja, das ist schade. Wenn du sagst, Charakteristik, muss man auch sagen, Anna Maria ist die einzige richtige Stürmerin, die wir haben. Seit der Fabienne Hund sicher. Aber auch vorher. Fabienne Hund hat viel Attribut, ist aber so an dem Level, wo es nicht mehr weitergeht. Anna Maria ist auf dem Level da oben. Sie ist die richtige Stürmer. Und sie hat Abschlussstärke mit dem Kopf mit dabei. Sie ist zu einer gewissen Masse beide Füße. Sie ist schnell. Sie hat ein gutes Gefühl für den Strafraum, bewegt sich sehr gut. Das hat sie schon sehr jung können. Das sind Sachen, wo Ramona Bachmann hat die Hälfte von diesen Attributen nicht. Sie hat andere Attribute. Sie ist viel schneller. Sie ist explosiv. Sie kann gut mit dem Ball gehen. Besser als alle anderen. Und Geraldine Reutler hat die auch nicht alle, weil sie ist nicht so gross. Sie ist nicht so kopfballstark. Sie ist abschlussstark, aber auch sie braucht mehr Bewegung, braucht mehr Platz, dass sie etwas machen kann. Sie kann sich nicht schnell drehen und abschließen. Das kann Anna Maria Zanogorcevic. Und Irina Brütsch hat auch wieder andere Charakteristiken. Also wäre wahrscheinlich genauso zwischen Anna Maria Zanogorcevic und Ramona Bachmann. Und dadurch wäre es eine grosse Chance. Das wäre es. Ja. Aber du, gell? Wir werden jetzt sehen, wie es ist. Wir werden dort sein. Wir hoffen für die Schweiz natürlich, dass wir schnell zwei Goal schießen und dann lang zittert bis zu dem 3-0 und 4-0. Die Chancen sind klein, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, aber es wird sicher ein tolles Spiel.
Angeblich sind über 4000 Tickets schon verkauft in Schaffhausen. Das heisst, viele von euch werden da in Schaffhausen sein. Ich hoffe, dass das 3-0 niemand davon abbringt, doch noch zu gehen. Und sonst ist es auch für euch wichtig, uns zu abonnieren auf Spotify, auf Soundcloud, auf YouTube, aber auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Und diese Woche haben wir extrem viel Content für euch. Wir haben heute einen Podcast, wir haben morgen Match, die Interviews nach dem Match und einen kleinen Kommentar von Dalian und mir aus Schaffhausen. Wir haben natürlich Livestreams während dem Match aus Schaffhausen, müsst ihr natürlich auch schauen. Und dann haben wir am Wochenende ein Nationalspiel, wo ich mich noch nicht entschieden habe, welches, aber es wird eins geben. Und dann am Sonntag Schweiz gegen Belgien bei den Männern in der Nazi. Auch dort werden wir vor Ort sein. Auch dort Livestreams und dann die Interviews nach dem Match. Das heisst, ihr habt wie keinen Grund nicht zu subscriben, mindestens für diese Woche, dass so viel Content aufeinander kommt. Alia, mir bleibt nur noch eins übrig zu sagen, und zwar danke für deine Zeit. Danke dir, André. Ich freue mich auf morgen. Ich hoffe auch, wie der André, dass ganz viele Leute werden kommen. Es ist sehr wichtig, dass wir gerade morgen unsere Nazi den Rücken stärken und sie auch vor Ort unterstützen, um an dieser kleinen Hoffnung, die es gibt, festhalten können. Und ja, wir werden es sehen, Mann. Wir sind gespannt. Und wir werden euch berichten. Ja. Unsere Meinung dazu und natürlich dann auch Interviews mit den Spielerinnen. Ja, hoffentlich kommen wir. Grandiose Sensation sein. Tschüss zusammen.